Ja. Wir haben nach Gold gefunden. Immer bereit. Schon erledigt. Unsere Paladine blinkt vielleicht. Das nehme ich an, einer ist vergiftet gewesen. Dann heilen wir Orks haben die kaiserliche Karawane geplündert? Das bedeutet, dass die Orks tatsächlich die Menschen angreifen. Wir müssen sie aufhalten, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Ja, darum kümmern wir uns dann, wenn wir die Bauern eskortiert haben. Auf zum Sieg! Die Stadt ist ja gleich hier unten. Dann können wir nämlich da auch unseren Paladin nachrekrutieren. Mal kurz gucken. Mana nochmal eins höher, dass wir 300 haben. Das wären dann nämlich drei Heilzauber wenigstens. Ja, und jetzt lassen wir das Mana dann erstmal Mana sein. Wird erledigt. Und konzentrieren uns eher auf militärische Fähigkeiten und magische Fähigkeiten. Wird erledigt. So, Karte. Ist die Stadt geX'd? Aufträge, eskortiert die Bauern. Endlich haben wir die Stadt erreicht. Die Gegend ist tatsächlich nicht ungefährlich. Helfen wir den Einwohnern, den Angriffen zu begegnen. Ja. Kein Problem. Hab Dank für unsere Rettung. Wir haben nicht viel Geld, aber wir teilen mit euch, was wir haben. So ein bisschen Geld. Kein Problem. Kein Problem. Ja, erst einmal kaufen wir einen Ersatzpaladin. Guck mal in die Stadt. Ich glaube, hier könnten wir... Truppe Paladine braucht 300 Nahrung. Tauschhandel durchführen. Werdet die Runenruhen auf dem Friedhof. Runenschild. Mhm. Ja, diesen Auftrag antreten. So haben wir das... verloren, genau. Oh, da ist Gold von... Ja, auf zum Sieg. Wir dienen dem Kaiserreich. Gehen wir. Ja, beendet die Unruhen auf dem Friedhof, nehmen wir an. Und wisst ihr was? Wir können eh gerade keine Truppen, also kaufen wir auch den Runenschild. Ja, Sir. Und, der liegt jetzt da rum. Schon erledigt. Ja, gehen wir. Gehen wir. Ja. Ja, Sir. So. Wird erledigt. Jetzt können wir mal einen Blick auf die Karte werfen. Also da oben waren irgendwo Orks. Wir können dann erst einmal das Gebiet, in dem wir gestartet haben, abgrasen. Also man sieht, das Gebiet ist riesig. Und? So, Aufträge. Und? Auf zum Sieg. Bereit zum Kampf. Die Orkstadt ist uns nicht freundlich gesonnen, deswegen können wir die Orkarbeiter auch angreifen. Schon erledigt. So. Das heißt, wir gehen erstmal den Weg zurück und kümmern uns hier oben um die Karawane, die von den Orks überfallen wurde. Bevor wir uns im Startgebiet nochmal umgucken nach den Wildschweinen und was da sonst noch so rumläuft und rumlungert. Wird erledigt. Wird erledigt. Wird erledigt. Da sind Ork-Reiter. Und ein paar Ork-Krieger.
Und? Ja, man merkt, gegen unsere Elite-Kämpfer jetzt haben die Orks fast keine Chance gerade. Jedenfalls nicht in der Unterzahl. Ja, Sir. Kein Problem. Schon erledigt. Wird erledigt. Steine, Gold und Nahrung. Also ja, euch können wir gerade nicht aufwerten, weil ihr bräuchtet mehr Führerschaft. Was? Immer bereit. Kein Problem. Schon erledigt. So, hier war eine überfallene Karawane. Gucken wir mal kurz, ob die was Neues haben. Nein. Also ja, in der Nähe einer Stadt schwindet unser Mana übrigens auch nicht, zum Glück. Das heißt, wir können zum Glück jederzeit zwischen Schon der erledigt. Stadt und unseren Truppen hin und her springen. Wird erledigt. Und ja, wie gesagt, in diesem Spiel sollte man gucken, dass man alles mitnimmt. An Gegnern und Erfahrungspunkten. Wird erledigt. Also wir können hier unten gucken. Wird erledigt. Kein Problem. Ach, ist ein Bär. Ein Bär ist aber trotzdem nicht schlecht. Vor allem, weil er da hinten irgendwas bewacht. Einen riesigen Schatz. Bereit zum Kampf. Schon erledigt. Schon erledigt. Wird erledigt. Schon erledigt. Also ja, wer trägt gerade Nahrung? Wir dienen dem Kaiserreich. Die Schwertkämpfer, dann... Ja. Nehmt die Nahrung auch mal. Was? Schon erledigt. Weil ich denke mal, wenn wir nachher wieder in der Stadt sind, kein Problem, können wir dort die Nahrung gegen Gold eintauschen. Was uns dann wieder mehr Gold gibt. Gold zu haben ist nämlich wirklich nicht verkehrt in diesem Spiel. Wird erledigt. Und ja, die brauchen halt einfach Ressourcen. Irgendwo müsste ich denen dann auch Holz beschaffen. Was? Wird erledigt. So, dann kümmern wir uns noch um die Wildschweine hier oben, weil die bewachen hier auch noch ein bisschen Schätze. Auf zum Sieg. Schon erledigt. Also ja, kleinere Handgemenge kriege ich mit meinen Truppen gut unter Kontrolle. Auf zum Sieg. Zum Sieg! Später ist es dann halt so, dass wir größere Armeen auch von anderen Völkern haben werden. Weil, ihr seht, wir haben eine Orkstadt hier, die uns zwar feindlich gesonnen ist, also unseren Truppen. Aber nicht unbedingt uns als Magier selber. Mit Vergnügen, ja. Auf euer Kommando. Bereit. So. Auf zum Sieg. Also das ist halt so eine Sache, dass die Truppen untereinander nicht unbedingt miteinander können, als dass der Magier nicht, also wir als Magier. Mal kurz überlegen, wie...
Munition. Schon erledigt. Das ist die Karte. Bug. Was ist das? Das ist ein Angreif-Button. Quest. Oh, Zauber. Und das bringt mich zur Stadt. Okay. Auf zum Sieg. Kein Problem. Kein Problem. Bereit zum Kampf. Das ist das Logbuch. Ja, ich habe jetzt gerade keine Ahnung mehr, wie man... Auf zum Sieg. Angreifen, stopp und los. Schon erledigt. Kein Problem. Schon erledigt. Also ja, wir gucken uns dann erstmal hier unten südlich der Stadt um. Kein Problem. Die Stadt braucht, wie gesagt, noch Holz. Schon erledigt. Gehen wir. Ja. So, ihr geht mal in die Stadt rein. Mal gucken, ob wir... Ja. Genau, habt ein Angebot für uns. Ja, wir können halt direkt alles verkaufen. Das geht dann direkt in ihre... Ja. Ressourcenkammern, während sie aber an Gold verlieren. Auf euer Kommando. Nahrung und Gold geht halt... Also, Nahrung geht halt stetig runter, weil die Stadt halt Nahrung verbraucht. Gold geht halt hoch, weil die Stadt halt was? Steuern schon generiert. Erledigt. Was halt so Sinn macht. Kein Problem. Wird erledigt. So, noch eine Wildschweinrotte. Wir greifen an. Was? Schnell, gehen wir. Wir gehen. Betrachtet es jawohl, als erledigt. Sir. Auf euer Kommando. So. Gehen wir. Das waren ein paar Wildschweinchen. Gehen wir. Ja. Da hätten wir schon mal etwas Holz für die Stadt. Auf euer Kommando. Ja, Sir. Kein Problem. Auf zum Sieg. Kein Problem. So, hier müssen wir dann hier rum. Wir gehen erst hier bis nach hinten. Gucken, was es dort gibt. Auf zum Sieg. Also ja, ich muss zugeben, viele Sachen in Battle Mages habe ich schon vergessen. Es ist ewig her, dass ich das gespielt habe. Ich kenne nur da, ich erinnere mich nur noch an das erste Level und an die Hauptstory. Auf zum Sieg. Und an ein paar grobe Sachen. Kein Problem. Wird erledigt. Wobei ich halt damals das erste Level nicht so gründlich gemacht habe, wie ich es jetzt mit euch gemacht habe. Auf zum Sieg. Ich wollte es dann einfach irgendwann schon nur noch schaffen. Erledigt. Allein schon deswegen, weil das Spiel einem nicht sagt, dass man Zauber so benutzen kann. Ich habe immer nur die Schnellleistenzauber schon gehabt. Schon erledigt. Und habe mich dann gewundert, für was Mana überhaupt gut ist. Und ja. Schon erledigt. Also da drüben ist der Friedhof, da hinten sind Wildschweine mal wieder. Wird erledigt. Das hier sieht aus wie noch ein Räuberlager. Wird erledigt. Und ja, man merkt, durch den Schild sind unsere Jungs sehr gut gerüstet. Schon erledigt. Auf zum Sieg.
Nach dem Räuberlager werde ich dann aber mal ein Safe machen. Sicher ist sicher. Auf zum Sieg! Wenn es überhaupt Räuber hier sind. Auf zum Sieg! Nein, es sind mal wieder spuckende Untote. Wird erledigt. Wir greifen an!